Habt ihr euch jemals Fragen gestellt wie: Wie zur Hölle gehe ich hier auf? Ich stehe hinter 10 Gebüschen! Oder: Wie sehe ich den Gegner nicht? Der steht 2 Meter vor mir. Warum wird der nicht gespottet? Falls dem so ist, dann seid ihr im heutigen Video genau richtig. Nämlich diesmal schauen wir uns die World of Tanks Sicht- und Tarnmechanik an. Ich möchte hier das Rad nicht komplett neu erfinden, ja, für manche von euch werde ich vielleicht schon Bekanntes erzählen. Ich möchte zum einen die Mechanik, die Mathematik ganz genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Des Weiteren möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Panzer am besten ausrüstet in Hinsicht auf Zubehör, Besatzung und so weiter. Und letztendlich möchte ich noch ein paar Beispiele aus der realen World of Tanks Welt, aus dem Random-Wahnsinn bringen, sprich Beispiele auf sehr guten Scout-Karten, die offen sind, die viel Vegetation bieten, aber halt auch Beispiele von Stadtkarten, wo man eventuell keine Vegetation nutzen kann, wie man da das Beste aus einem leichten Panzer herausholen kann. Schauen wir uns als erstes ganz grob die Funktionsweise von Tarnung und Sicht in World of Tanks an. Grundsätzlich hat jedes Fahrzeug erstmal einen Basis-Tarnwert und einen Basis-Sichtweitenwert. Der Tarnwert, ja, so sagt das WG, wird je nach Höhe des Fahrzeugs festgelegt, sprich große, langsame Panzer, Heavies oder in den meisten Fällen sind oder verfügen über einen relativ schlechten Tarnwert und kleine, flache Panzer, meistens leichte Panzer, verfügen über einen sehr guten Tarnwert. Ja, die Sichtweite weiß ich nicht ganz, wonach das geht, wonach die festgelegt wird. Ich denke, da bezieht sich das Balancing eher auf die Klassen, sprich auch hier bekommen die leichten Panzer wieder den überdurchschnittlichen Basissichtwert und schwere Panzer und Jagdpanzer, also die, die nicht in erster Linie aufklären sollen, bekommen einen relativ schlechten Basissichtweitenwert. Diese Werte können durch Zubehör, durch Besatzungsskills und Büsche und so weiter verbessert werden und ja, bieten halt dann im Gefecht die Möglichkeit, effektiver diese Tarnung oder diese Sicht zu nutzen. Grob gesagt kann man davon ausgehen, dass in World of Tanks die Tarnung gegen die Sichtweite arbeitet. Ja, als Faustregel kann man da nutzen oder kann man sich da merken, dass Tarnung die umgekehrte Prozent der Sichtweite ist, bei welcher man gespottet wird. Klingt komisch, aber kleines Beispiel dazu. Stellt euch vor, der Gegner hat 450 Meter Sichtweite, ihr fahrt mit eurem Panzer auf offenem Feld mit einem Tarnwert von 33%. Der Gegner wird euch auf 2/3 seiner Sichtweite spotten, also ungefähr 66% seiner Sichtweite spotten, was im Umkehrschluss 300 Meter sind. Zweites Beispiel, der Gegner hat 400 Meter Sichtweite, ihr fahrt wieder auf einem offenen Feld mit einem langsamen, großen Panzer, der nur 10% Tarnwert hat, das heißt, ihr geht auf 90% der gegnerischen Sichtweite auf, ungefähr 360 Meter in diesem Sinne. Die Daumenregel, ja, die benutze ich sehr oft im Gefecht, um halt ganz grob überschlagen zu können. Ja, ich weiß ungefähr, hier kann ich langfahren, ich weiß, wie viel Tarnwert ich habe, ich weiß, wie viel Tarnwert oder Sichtweite der Gegner hat im Normalfall, ja, womit ich rechnen kann und kann deswegen meine Entscheidung im Gefecht daran anpassen. Ja. Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Gebüschen. Das sind einmal laublose Gebüsche, also eher so Geäst und so Stuff. Ja, die geben nur 25% extra Tarnwert, also der wird einfach obendrauf gerechnet. Die zweite Art von Gebüschen sind die belaubten Gebüsche, also die bewachsenen Gebüsche. Die geben 50% Tarnwert, der einfach obendrauf addiert wird. Man muss jedoch vorsichtig sein, der maximale Tarnwert oder der maximale kombinierte Tarnwert, ja, liegt bei 80%, sprich, du kannst nicht davon ausgehen, jetzt mit einem Heavy oder so hinter 5 Gebüschen zu stehen und dann nicht aufzugehen oder erst Proxy aufzugehen. Das ist nicht möglich. Das geht nur mit Panzern über 20% Tarnwert, weil die dann mit diesen 80% trotzdem nur in Proxy-Spot-Reichweite kommen. Ja, Proxy-Spot, glaube ich, wisst ihr alle, was das ist. Innerhalb von 50 Metern wird man automatisch gespottet. Sprich, auch hier wieder kleine Faustregel. Wenn Leute im Gebüsch stehen, dann könnt ihr davon ausgehen, wenn dieses Fahrzeug unter 20% Tarnwert hat, könnt ihr es vor dem Proxy-Spot schon spotten, also mit einem Light Tank, wenn ihr durch Gebüsche fahrt, praktisch outspotten. Wenn der Gegner aber unter 20% Tarnwert hat, dann könnt ihr ihn vor dem Proxy-Spot im Gebüsch schon spotten. Klingt vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen verwirrend oder ein bisschen viel, ein bisschen kompliziert, aber werdet im Laufe des Videos wahrscheinlich noch besser verstehen, was genau ich meine. Dann lasst uns jetzt ein bisschen ins Detail gehen und uns anschauen, wie man denn seinen leichten Panzer am besten ausrüstet und wie man, ja, das Maximale aus diesem Panzer rausholt.
erstmal ganz wichtig, viele Leute sehe ich immer ganz oft irgendwelche Gebüsche nutzen und ich sehe sie die Gebüsche nicht wirklich zu 100% nutzen oder halt komplett falsch nutzen. Ausschlaggebend ist einerseits die Größe des Gebüsches, also müsst ihr euch anschauen, wie dehnt sich das Gebüsch aus oder wie groß ist es einfach. Ja? Das seht ihr am besten, wenn ihr in den Grafikeinstellungen die Grasdichte komplett ausmacht, also komplett runterschraubt und steht dann aus. Also da werden nur relevante Gebüsche angezeigt, die sich wirklich auf die Tarnwert, auf den Tarnwert des Fahrzeugs auswirken, also die man im Endeffekt tatsächlich nutzen kann. Das hat mir sehr geholfen. Oft hast du irgendwelche Gräser angezeigt, wenn du die Grasdichte sehr hoch hast und denkst dir, okay, ich kann mich hier reinstellen, das gibt mir doch Tarnung, aber im Endeffekt ist es einfach nur kosmetisch, hat überhaupt keine Funktion in diesem Gefecht. Es geht darum, bei seinem Fahrzeug die relevanten Spotting-Punkte in dem Busch zu verstecken. Ihr müsst euch praktisch eine Bounding-Box um den Panzer vorstellen, also einfach einen Klotz, wo man den Panzer komplett drin parken könnte. Und dann nehmt ihr vorne einen Punkt, hinten einen Punkt, jeweils mittig, an den Seiten jeweils mittig einen Punkt und oben jeweils am Turm mittig einen Punkt. Diese Punkte gilt es vom Gegner zu verstecken. Wenn ihr diese Punkte praktisch im Gebüsch drinstehen habt, so dass das Gebüsch diese Punkte verdeckt, dem Gegner gegenüber, dann nutzt ihr das Gebüsch effektiv und ja, der Gegner hat keine Chance oder es schwer, euch zu spotten. Das ist ganz wichtig. Einerseits natürlich, wenn ihr irgendwie in einem Gebüsch steht oder so in einem Gebüsch steht, dass ihr umfahren werdet, das heißt Gegner von allen Seiten sind, das ist ganz wichtig zu kontrollieren, dass ihr auf keiner Seite halt wirklich rausguckt aus diesem Gebüsch, sodass halt der Tarnwert von allen Seiten gleich ist, also nicht, dass da irgendwie ein Spotting-Punkt rausschaut und der Gegner den oder sich Kontakt zu dem aufnehmen kann, weil dann ist der Busch komplett nutzlos, ja, weil dann schaut halt praktisch was aus dem Busch raus, dann wäre es für den Gegner, als würde der Busch nicht existieren. Und andererseits ist es auch sehr wichtig zu wissen, wenn ihr doppelbuscht, sprich wenn ihr schießt, 15 Meter hinter den Busch zurückfahrt, der Busch ist nicht mehr transparent und dann geht er halt beim Schießen nicht auf oder der Busch verliert beim Schießen seinen Tarnwert nicht. Ja, das ist auch ganz essentiell, gerade für Jagdpanzer, für Mediums oder eigentlich für jeden Panzer, immer sehr praktisch zu wissen und wirklich, wer das anwendet, hat im Gefecht dadurch den riesen Vorteil. Schauen wir uns als nächstes Equipment an, ja, wie man seinen Panzer am besten ausrüsten sollte. Ich denke, das Beste, um den perfekten Scout zu bauen, ist erstmal geräuscharmes Abgassystem. Das Gute an diesem Panzer ist, dass eines der wenigen Equipments ist, wie Turbolader auch, die einen absoluten Bonus garantieren. Also kein relativen Bonus zu deinem Tarnwert oder Leistungsgewicht oder was auch immer, sondern einen absoluten Bonus. Sprich, bei leichten Panzern, wenn man sie in den Bonus-Slot mutiert, ganze 8% extra Tarnbonus. 8% klingt vielleicht nicht ganz so viel, aber sollte man wirklich drauf haben, wenn man der maximal unsichtbare Assassine in World of Tanks sein möchte. Ja. Als nächstes, ganz klar, die Optik. Im Low-Tier vielleicht nicht ganz so praktisch, ja, weil im Low-Tier die Basissichtweite der meisten Panzer sehr schlecht ist. Dann eher auf einen Scherenfernrohr vielleicht zurückgreifen. Ne? Optik ist immer aktiv, Scherenfernrohr geht nur im Stand. Dauert 5 Sekunden, bis es aktiviert wird. Bietet dann zwar einen höheren Bonus, aber ist halt nicht immer relevant oder nicht immer aktiv. Dann als letztes noch eine Lüftung eventuell. Ja, ich habe jetzt in meinen ganzen Scouts T100, den fahre ich sehr gerne als reinrassigen Scout, habe ich eine verbesserte Lüftung, sprich für Bonds eingebaut. Die bietet nochmal um die 10% mehr Sichtweite und circa nochmal 1% extra Camo. Ist so das i-Tüpfchen, um da das Maximale noch rauszuholen. Wer jetzt sagt, mein Panzer ist mir zu langsam, mein Scout, ich möchte wirklich volle Kanne... Ich möchte nicht unsichtbar sein, nicht so unsichtbar sein wie möglich, ich möchte auch so schnell wie möglich sein. Der kann auch darüber überlegen, einen Turbolader einzubauen. Hilft einfach nur, ja, ein bisschen mobiler zu sein, ein bisschen besser, falls man gespottet ist, dem Gegner auszuweichen oder noch schneller in bestimmte Gebüsche zu kommen. Ich nutze auf meinen Lights keinen Turbolader, weil die halt schon so relativ schnell sind und mir ist es wichtig, eher noch einen extra Tarnbonus zu haben oder auch extra Sichtweitenbonus zu haben. Deshalb bei mir eher anderes Equipment noch drin. Alternativ kann man sich das Sichtsystem des Kommandanten noch angucken und da muss ich sagen, ich war lange Zeit sehr großer Fan von dem Equipment, als es rauskam und habe es als sehr OP oder als sehr stark eingeschätzt. Nun habe ich aber jedoch in Vorbereitung auf das Video ein bisschen Rechnung angestellt und auch viel getestet mit den Leuten aus der Community. Übrigens nochmal danke an alle, die da mit dabei waren. Ja, um wirklich die tatsächliche Funktionsweise dieses Equipments rauszufinden, weil die Beschreibung, die World of Tanks oder die das Spiel da angibt, im Klienten drin, ist absolut irreführend. Die hat nichts mit der Funktionsweise des Equipments zu tun, weil wie funktioniert es denn nun? Ja, es zeigt an, minus 20% Tarnung eines Gegners
hinter Gebüschen? Bezieht sich das auf den absoluten Tarnwert? Oder ist das ein absoluter Bonus? Bezieht sich das auf den Tarnwert des Panzers? Relativ auf den Tarnwert oder auf den Gesamttarnwert mit Busch und Panzer oder nur auf den Busch? Und da sind wir durch viel Testen auf den Entschluss gekommen oder zum Entschluss gekommen, dass es nur die Busch-Kamo verringert. Sprich, wenn der Gegner hinter einem Busch steht, der Busch gibt 50% Kamo, dann beziehen sich diese minus 20% nur auf die Busch-Kamo und das auch nicht absolut, sondern relativ. Sprich, der 50% Kamo-Busch hat dann nur noch 40% Kamo. Der Fahrzeug-Tarnwert wird nicht verändert. Also WG, hier bitte mal die Beschreibung anpassen, weil, ey, wollt ihr, dass jeder Spieler irgendwie im Forum liest oder selber testet, um genau zu wissen, wie dieses Equipment funktioniert? Warum nicht gleich eine ordentliche Beschreibung da rein, so dass jeder das Ganze auch beim ersten Mal hinsehen versteht? Ja, im Endeffekt bringt das Sichtsystem des Kommandanten überhaupt was? Ja, aber nur sehr bedingt. Es hilft euch gegen Fahrzeuge mit sehr gutem Tarnwert, da es halt noch den Fahrzeugtarnwert von Fahrzeugen in Bewegung senkt. Sprich, wenn ihr mit Lights unterwegs seid, dann hilft es euch wirklich, andere Lights zu countern. Da ist es wirklich am stärksten. Und es hilft euch im Gebüsch, diesen von Fahrzeugen oder Fahrzeuge mit über 20% Tarnwert zu outspotten. Sprich, wenn beide Lights im Gebüsch, in der Gebüschreihe wie Prokhorovka 1-2-Linie aufeinander zufahren, dann wird spotten sie sich im Regelfall erst proxy, gegenseitig, aber der Panzer oder der Light mit Sichtsystem des Kommandanten wird den Gegner outspotten können, das heißt, er wird ihn schon auf über 70 Meter spotten können, während der andere ihn ohne Sichtsystem des Kommandanten erst auf 50 Meter wird proxy spotten können. Das ist sehr nützlich, aber ich meine, ich sag mir dann immer wieder, wann tritt denn tatsächlich diese Situation mal ein, wann ist das denn tatsächlich relevant, wann werde ich das mal nutzen können? Und das ist halt wirklich so verdammt selten, dass ich mich entschieden habe, auf den meisten Panzern das gar nicht mehr zu nutzen. Besatzung, da kann man, glaube ich, am meisten rausholen. Das wird sehr, sehr oft unterschätzt, denke ich. Oder dem wird nicht genügend Wichtung zugesprochen. Ganz wichtig ist die Fertigkeit Tarnung. Ja, die sorgt dafür, dass man diesen Basistarnwert um fast weitere 50% oder fast so, bei manchen Panzern sogar noch mehr anheben kann. Ja, beim T-100 macht das einen Unterschied von ganzen 16%. Sprich, auf allen euren Besatzungsmitgliedern solltet ihr definitiv Tarnung geskillt haben und auch schauen, dass der Tarnungsskill, also dass er 100% geskillt ist. Erst dann gibt er den maximalen Bonus. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil Tarnwert ist wirklich King. Und da ist jeder Prozent umgerechnet in Metern wirklich ausschlaggebend. Sprich, wie viel Meter werdet ihr den Gegner eher spotten oder wie viel Meter werdet ihr später aufgehen. Ja. Dazu noch die Fähigkeit oder Fertigkeit Waffenbrüder, ist ganz klar. Macht jetzt nicht so viel aus, ungefähr ein Prozent, aber wirkt sich halt auch hier wieder auf alles aus, sprich auf eure Mobilität, auf Gunhandling, Reload, Sichtweite und so weiter. Ja. Dazu solltet ihr noch den Weitsicht-Perk und den Speer-Perk nutzen. Weitsicht bringt 3% extra Sichtweite und Speer 2% extra Sichtweite. Jetzt weiß ich, dass viele Leute nicht einsehen, auf ihren Panzern mit Ration zu fahren. Kann ich verstehen, ne? Rationen kosten in der Regel 20.000 Credits. Ich bin jemand, der Rationen sehr gerne kauft, wenn die im Angebot sind, also sprich nur die Hälfte kosten, aber auch dann ist es wirklich noch ein teures Unterfangen. Also Rationen bieten aber beim Light oder sorgen beim Light wirklich dafür, das letzte Quäntchen an Sichtweite und Tarnung nochmal rauszukitzeln. Deshalb eigentlich essentiell und von einem Light, gerade von einem Light, gar nicht wegzudenken, ne? Bieten nochmal gute 15 Meter Sichtweite extra und halt auch über einen Prozent Tarnwert, deshalb eigentlich auf jedem Light essentiell. Tarnung ist noch wichtig, also einen Tarnanstrich, da auch hier es zählt nur, wenn die Wanne oder es reicht, wenn die Wanne angemalt ist und da nicht nur anmalen, sprich irgendeine Farbe drauf, sondern es muss tatsächlich eine Tarnung sein, also ein Tarnmuster oder halt ein vorgefertigter Stil, sonst gibt es diesen extra Tarnbonus von, ich glaube 4% sind es auf einem Light, nicht mehr. Ja, wenn ihr habt, dann noch eine Direktive mit rein, sprich die Optikdirektive für nochmal ein bisschen mehr Sichtweite, die Lüftungsdirektive, falls ihr die Lüftung habt, mit Lüftung fahrt, dann ja, bietet die halt nochmal einen Boost auf alles oder halt Tarndirektive, ist glaube ich ein No-Brainer. Ganz wichtig nochmal, ich will es hier zum Schluss nochmal mit anbringen, achtet darauf, dass ihr in euren Einstellungen die Grasdichte auf Aus habt. Sieht das Spiel vielleicht ein bisschen nackig aus, ja, die ganzen Landschaften wie
wie rund geleckt, gar keine Gräser unterwegs. Aber das hilft euch wirklich im Spiel zu verstehen, welche Büsche sind denn relevant für Sicht- und Tarnungssystem und welche sind einfach nur kosmetisch.